Und ich sage immer wieder, wenn du das jetzt hörst, ich spreche immer nur mit dem Geist, der jetzt das Gespräch hört. Das muss ich immer vorneweg stellen, weil das Wichtigste überhaupt ist. Es geht nicht um Gedanken. Gedanken kannst du nicht retten. Jeden Menschen, den du denkst, ist ein Gedanke von dir. Der Beobachter selber, der du bist, dieser reine rote Beobachter bist du erst in dem Moment, wo du schauen kannst, ohne in irgendeiner Weise auf das, was du siehst, werdend oder interpretierend zu reagieren. Ja, genau. Sonst veränderst du ständig deine Informationen und du lässt es nicht fließen. Das reine Fließen lassen, die Informationen kommen und gehen lassen, das beobachten, beobachten, wie man wertet, wie man interpretiert. Genau. Darum dreht sich letztendlich alles. Ja. Das ist, wenn ich sage, ich erkläre dir, was du bist. Ja. Und dann löst sich die Angst auf. Zuerst einmal muss ich die Angst auflösen, irgendetwas zu verlieren. Das, was du besitzt, ist deine Information. Ja. Und ich spreche es in einem ganz einfachen Deutsch aus. Das, was du besitzt, ist deine Information und die unterliegt von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick, von Moment zu Moment Ja. einer Veränderung. Ja. Was sich dabei nicht verändert, bist du. Genau.